Heute gibt es einmal einen Zwischenstand vom Speedrex Case Mod. Ja, schauen wir mal, was wir bis jetzt alles gemacht haben. Gut, fangen wir mal vorne an. Das ist die Front. Die Schlitze sind mit der Oberfräse gefräst. Das Blech, das steckt jetzt sozusagen seitlich in den Profilen drin. In den Duschkabinenprofilen. Als nächstes habe ich dann heute das Top gemacht. Auch wieder mit gefrästen Schlitzen. Ja, genau. Dann danach habe ich mit den Seitendeckel weitergemacht. Das ist jetzt ein oranges Plexi. Hier sieht man mal die Farbe. Das ist jetzt ein schönes Orange, das habe ich noch gefunden. Das hat genau von der Breite her passt. Das habe ich zuerst gemeint, das kann ich nicht hernehmen. Das ist die gleiche Farbe wie von meinem CT700 Case Mod. Das graue Plexi hier, das ist so rauchgrau. Das sind dann Fenster. Kommen auf beiden Seiten genauso rein. Ja gut, das wäre es eigentlich momentan schon wieder gewesen. Also so viel haben wir diesmal nicht gemacht. Was heißt so viel? Es hat halt alles ein bisschen aufgehalten. Okay, gut. Hier sieht man mal schön die Kante hier oben. Ja, das war's mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.